unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald. Ey, ihn stoppt kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Komm und reise mit Ralf, nur ein Mann und der Wald. Ey, komm doch einfach mit, Camp und Rucksack dabei. Jo Freunde, wir schauen uns heute mal das Schiffshebewerk in Niederfino an. Das Schiffshebewerk befindet sich nördlich von Berlin und am östlichen Ende des Oder-Havel-Kanals. Es ist das älteste noch im Betrieb befindliche seiner Art und überwindet 36 Höhenmeter. Gleich nebenan wurde aber schon seit längerem ein neues Schiffshebewerk gebaut, weil das alte den Anforderungen an moderne Schiffe mit mehr als 80 Metern Länge nicht gewachsen ist. Wir wollen uns das Schiffshebewerk aber endlich genauer angucken und schließen uns einer Führung an, weil individuell darf man leider am Wochenende nicht das Schiffshebewerk betreten. Für Rollstuhlfahrer ist die Besichtigung leider auch nicht geeignet, weil am Ende dieses Aufgangs befinden sich noch ca. 100 Stufen. Auch von unten ist das ein wirklich imposantes Bauwerk und ihr könnt gerne mal schätzen, wie viele Nieten hier verbaut wurden. Ja, leider weiß das keiner so genau. Es sind ca. zwischen 1 Million und 1,5 Millionen. Hier blicken wir auf den Oder-Havel-Kanal, der gar keine Fließrichtung hat, weil er ohne Gefälle gebaut wurde. In der anderen Richtung blicken wir jetzt direkt auf die beiden Schiffshebewerke. Und unterhalb der Schiffshebewerke befindet sich dann gleich der Fino-Kanal. Ja, und der Fino-Kanal mündet über kurz oder lang in die Oder, so dass praktisch das Schiffshebewerk eine wichtige Nahtstelle zwischen der Nord- und der Ostsee ist. Von oben hat man einen wirklich fantastischen Blick über das Brandenburger Land, auch wenn es heute sehr bewölkt ist. Bei Sonnenschein ist die Sicht natürlich um einiges besser und man kann noch wesentlich weiter schauen. Aber zurück zum Schiffshebewerk, weil das wirklich so eine einmalige Ingenieurleistung war, bekam das Bauwerk 2007 von der Bundesingenieurkammer eine Auszeichnung verliehen, und zwar historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland. An der Stirnseite angelangt haben wir dann einen fantastischen Ausblick auf den Nieder-Oder-Bruch. Aber eigentlich sind wir ja hergekommen, um was zu tun? Ja klar, wir wollen den Schleusenvorgang sehen. Hier sehen wir das Fahrgastschiff, das dreimal am Tag Passagiere durch den Schleusenvorgang begleitet. Wer das erleben möchte, hat von hier aus noch einen kleinen Fußmarsch, 500 Meter bis zur Anlegestelle. Da die Schleusung selbst noch ein paar Minuten auf sie warten lässt, schauen wir uns von hier mal das neue Schiffshebewerk an, was jetzt endlich mit viel Verspätung im Oktober 2022 eröffnet werden soll. Das Schleusen selbst dauert komplett mit Ein- und Ausfahrt ca. 20 Minuten. Und die Zeit davon, die man braucht, um den Trog von unten nach oben zu heben, sind ca. 5 Minuten. Der gefüllte Trog wiegt ungefähr 4300 Tonnen. Ja, und egal wie viele Schiffe drin sind, er wiegt ja immer gleich, weil ein Schiff ja die Angewohnheit hat, so viel Wasser zu verdrängen, wie es selber wiegt. An der Seite des Schiffshebewerks befinden sich dann Gegengewichte, ebenfalls 4300 Tonnen, sodass nur wenig Energie notwendig ist, um den Trog zu heben und zu senken. Die beiden grünen Häuser auf der Oberseite sind sozusagen die Maschinenhäuser. Dort befinden sich die elektrischen Antriebe. Ja, auf jeder Seite ein Antrieb mit ca. 75 PS, also 55 kW. Mehr ist nicht notwendig, um diese 4300 Tonnen zu heben und zu senken. Das kleine Bild oben habe ich euch mal eingefügt, damit ihr eine Relation bekommt, wie schnell sich der Trog wirklich hebt. So, jetzt werde ich euch noch mit ein paar wichtigen Facts zu dem Schiffshebewerk füttern. Der Trog selber ist 85 Meter lang, er ist 12 Meter breit und hat eine Wassertiefe von 2,50 Meter. Er hängt an 256 Stahlseilen mit jeweils 52 mm Durchmesser. Ja, und ganz wichtig heutzutage, diese Art Schleuse ist auch ökologisch sehr wertvoll, weil sie
eigentlich ohne Wasserverlust arbeitet, im Gegensatz zu den meisten anderen Schleusen. Ja. Zum Thema Energieverbrauch habe ich ja auch schon was gesagt. Mit den jeweils zwei 55 kW Motoren ist der Energieverbrauch auch sehr gering. Auch wenn das neue Schiffshebewerk jetzt endlich bald fertiggestellt wird, soll das alte noch bis mindestens 2025 weiter betrieben werden. Und da das Schiffshebewerk eine wirklich so tolle Kulisse ist, fand es auch schon Einzug in den einen oder anderen Spielfilm. So zum Beispiel Wim Wenders in weiter Ferne oder es war einer der Darsteller im Polizeiruf Die letzte Fahrt. Da wir aber nicht möchten, dass das hier so lange ausartet, drücken wir mal ein bisschen das Tempo und beschleunigen die Fahrt. Ich gebe natürlich wieder alles für euch und werde im Sprint zum Schleusentor eilen, damit wir die Ausfahrt nicht verpassen. Ja gut, ihr habt natürlich recht, die Eile hätte an der Stelle nicht Not getan. Einen kleinen Moment wird es noch dauern bis zur Ausfahrt. Ich nutze den Moment aber auch, um mich schon von euch mal so zu verabschieden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Ja, schaut euch auf meinem Kanal um, da gibt es noch das ein oder andere interessante Video zu sehen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Tutorials, er zeigt die neuesten Tricks. Wer gute Videos und Fotos will, was Besseres gibt es nicht.